Hi, ich bin Johannes von Bookrix. Bookrix ist eine Self-Publishing-Plattform, die seit 13 Jahren Autoren hilft, ihre E-Books in den Markt zu bringen. Und wir haben seit neuestem auch einen ähnlichen Service für Hörbücher. Das heißt, als Self-Publisherin könnt ihr jetzt eure Hörbücher über uns in alle Shops und auf alle Plattformen bringen. Wir glauben, dass es sich gerade jetzt lohnt, für Self-PublisherInnen ihre Hörbuchproduktion in den Vertrieb zu bringen, in den Handel zu bringen, auf die Plattform, Streaming-Plattform und zu Download, Spotify, Audible und so weiter, weil es aktuell noch einigermaßen leicht ist, eine Sichtbarkeit aufzubauen. Gerade die Streaming-Plattformen nehmen im Bereich Hörbuch eine immer größere Rolle ein und jetzt werden Sichtbarkeiten verteilt, es sind noch nicht so viele Titel auf diesen Plattformen online und hat noch eine bessere Chance als zum Beispiel im E-Book-Markt, der auch für das Self-Publishing schon relativ alt ist, im Verhältnis sich durchzusetzen, sich eine Sichtbarkeit aufzubauen, ein eigenes Portfolio da anzulegen. Das heißt, gerade jetzt ist eigentlich eine gute Zeit, damit anzufangen, bevor alle auf den Zug aufspringen. Eine eigene Hörbuchproduktion muss nicht unbedingt wahnsinnig kompliziert sein. Es ist aber sehr wichtig, dass man weiß, dass man gleich mit ExpertInnen in den Bereichen, auf die es ankommt, zusammenarbeitet. Ob das die richtige SprecherIn ist für das Buch oder ob es ein Studio ist, was auf Hörbücher spezialisiert ist, da kann man ein bisschen gucken, was haben die bisher schon gemacht, haben die auf ihrer Webseite Hörbeispiele zum Beispiel. Sowas ist wichtig. Auch ein professionelles Cover darf man beim Hörbuch nicht unterschätzen, nicht einfach ein E-Book-Cover nehmen und oben und unten ein bisschen abschneiden. Optimalerweise passt man das speziell für dieses quadratische Format an. Wir haben auf unserer Seite eine ganze Menge Informationen dazu zusammengestellt, wie man da die richtigen Leute findet, mit denen man das macht, worauf man achten muss, auch die technischen Richtlinien, auf die es normalerweise ankommt. Und mit dem Handwerkszeug ist es eigentlich relativ gut möglich für jeden, auch ohne großes Expertenwissen in Sachen Audio- oder Tontechnik zum Beispiel, eine gute Hörbuchproduktion auf die Beine zu stellen. Was man als Autorin vielleicht wissen muss, ist, dass beim Hörbuch man nicht die einzige Person ist, die ein Produkt schafft. Natürlich gilt das in gewisser Weise zum Beispiel auch für ein gedrucktes Buch oder für ein E-Book, weil auch da ist ein Cover zum Beispiel sehr wichtig. Trotzdem hat man dabei die Zügel bei der Erstellung des Textes, der eigenen Geschichte noch relativ selbst in der Hand. Wenn man ein Hörbuch produziert, dann muss man wissen, dass gute SprecherInnen eigentlich auch SchauspielerInnen sind. Das heißt, sie lesen nicht einfach nur einen Text ab, sondern sie interpretieren den Text, sie intonieren, sie versuchen, eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen. Da gehört ein bisschen mehr dazu, als einfach nur korrekt abzulesen. Und man möchte solche Leute haben, aber natürlich bringen die auch künstlerisch ein eigenes Potenzial und eine eigene Färbung mit. Deshalb ist es sinnvoll, sich gerade im Bereich von SprecherInnen vorher mal anzuhören, was haben die gesprochen, was für verschiedene Facetten haben die, wie klingen die. Es gibt normalerweise Hörbeispiele, die man sich anhören kann. Grundsätzlich ist es so, dass man da schon ein Stück weit auch einen Teil des kreativen Prozesses aus der Hand gibt. Das kann sehr hilfreich sein, weil dadurch man auch nochmal eine ganz andere Sichtweise auf das eigene Werk als Autorin erhält, die man ansonsten nicht so ohne weiteres hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass man aber natürlich auch nicht ganz machtlos ist. In der Regel sendet man ja nicht nur ein Manuskript dahin und sagt dann jetzt lies mal, sondern es gibt auf die eine oder andere Weise Regieanweisungen oder ein Regie-Sheet. Wir haben auf unserer Seite ein Beispiel-Sheet, was aus einer aktuellen Hörbuchproduktion oder in einer aktuellen Hörbuchproduktion verwendet wurde. Da kann man schön sehen, welche Sachen man alles angeben kann. Also wie möchte man, dass bestimmte Dinge ausgesprochen wird? Gibt es gerade zum Beispiel im Fantasy-Bereich bestimmte Namen, wo die Aussprache wichtig ist? Sollen englische Begriffe und Namen mehr englisch vorgelesen oder weniger? Sollen Dialekt verwendet werden? Und so weiter. Also man hat eine ganze Menge Möglichkeiten. Wichtig ist nur, weil so eine Produktion ändert man mal nicht im Nachhinein, dass man diese Regieanweisungen möglichst zu Anfang gut ausarbeitet und sich gegebenenfalls auch mit dem Studio, mit dem man es produziert, und oder der SprecherIn zusammen setzt, ja, oder in Verbindung setzt und er fragt, was genau möchten die Personen denn optimalerweise für Informationen von mir als Autorin. Wenn man sich daran hält, da ein bisschen zusammenarbeitet, kriegt man eigentlich in der Regel ein sehr gutes Produkt, was, wie gesagt, dem eigenen Text manchmal noch eine ganz neue Facette gibt. Ja, das ist wohl das Thema, was aus Sicht von Self-PublisherInnen ein sehr wichtiges ist.
Denn natürlich, ein Hörbuch zu produzieren kostet vor allem im Verhältnis mit einem E-Book schon etwas mehr Geld. Klar, man muss nicht unbedingt ein neues Lektorat haben oder ein neues Korrektorat, was man bei einem E-Book optimalerweise ja auch hat. Aber die Produktion, die Kosten für SprecherInnen, für Studios, darf man natürlich nicht ganz unterschätzen. Und man sollte auch wissen, dass ein gewisses Kostenniveau notwendig ist, damit man ein professionelles Produkt hat, was am Ende auch eine Chance hat, erfolgreich zu werden und vor allem von den Shops und Plattformen angenommen zu werden. Wenn ich etwas selbst an meinem Handy einspreche zum Beispiel, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die meisten Plattformen sagen, nee, das möchten wir lieber nicht in unserem Programm. Eine Faustregel ist ganz schwer zu treffen. Es hängt sehr stark von der Länge ab. Ist es eine SprecherIn, sind es mehrere? Solche Dinge spielen eine Rolle. Ist auch der Name von Sprecher oder Sprecherin ein großer schon und hat eine Werbewirkung. Auch das muss man mit kalkulieren. Man kann so sagen, dass man beim, ich sag mal, durchschnittlich langen Roman, aber der fängt schon an, schnell mal bei 2.000 € und mehr Produktionskosten ist. Das muss man einfach wissen. Ist es lohnenswert? Wir glauben ja. Man darf nur nicht erwarten, dass sich ein Hörbuch innerhalb kürzester Zeit refinanziert, wie das vielleicht bei E-Books, die sehr stark um ein, zumindest im Self-Publishing-Bereich, um ein Release-Datum funktionieren müssen. Bei Hörbüchern, die sind eher Longseller. Also soll heißen, man kann mit Hörbüchern in den verschiedenen Shops auch später noch ein höheres Niveau haben. Das heißt, es finanzieren die Produktionskosten finanzieren sich mit einer etwas längeren Laufzeit. Das muss und sollte man wissen, bevor man so eine Produktion eingeht. Wir halten sie trotzdem für sehr sinnvoll, auch weil das Lohnenswerte daran nicht nur allein die Umsätze, die das Hörbuch abwirft, ist, sondern ein Hörbuch wirkt sich natürlich auch auf das E-Book-Format aus, was im Handel ist, oder vielleicht das gedruckte Format. Ist ein Audio als weiteres Format bei einem Produkt dabei und wird angeboten, kriegt das eigentliche Produkt eine andere Wertigkeit. Man kann ein schon etwas länger existierendes E-Book vielleicht durch eine Hörbuchveröffentlichung auch wieder mehr nach oben pushen. All diese Möglichkeiten hat man, wenn man das Hörbuch auch als zusätzliches Format mit für den Erfolg des Titels mit einplant. Das ist auch eine weitere Frage, die als Self-Publisherin relativ schnell kommen wird, weil man ja normalerweise im Self-Publishing sehr stark darauf angewiesen ist, sich selbst auch um das Marketing zu kümmern, um die Verbreitung, den Erfolg des eigenen Produktes, weil man eben keinen großen Verlag hat, oder auch kleinen Verlag, der das versucht mitzuziehen. Man kann natürlich für das eigene Hörbuch auch viel machen. Es gibt die normalen Möglichkeiten wie Social Media, Newsletter-Aufbau und so weiter, natürlich auch hier. Darüber hinaus gibt es aber auch andere Möglichkeiten, weil man zum Beispiel eine Plattform wie Spotify, wo man mit einem E-Book logischerweise gar nicht stattfindet, da kann man plötzlich Kunden gewinnen. Da gibt es die Artist Profiles, die kann man sich anlegen, wenn man sein eigenes Buch da auf der Plattform hat. Das hilft, ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit sowas wie einem Author Central Account, mit dem man bei Amazon sein Autorenprofil anlegen kann. Sowas ist möglich. Dann gibt es auch im Bereich Hörbuch schon spezialisierte Blogger und Bloggerinnen, die man konkret mit eigenen Werken anschreiben kann. Und eben weil es im Self-Publishing noch nicht so die große Breite an Hörbüchern gibt, die es vielleicht bei E-Books oder auch bei gedruckten Büchern mittlerweile gibt, hat man da auch dann eine relativ gute Chance, platziert zu werden. Aktiv werden ist immer hilfreich, aber das ist nicht anders, als es beim E-Book auch der Fall ist. Von daher, da darf man keine Scheu davor haben, dass man da plötzlich in einem neuen Markt ist und nicht so richtig weiß, was man tun kann. Wir versuchen auch dazu nach und nach immer noch weitere Informationen zu liefern und Hilfestellungen, wie man sein eigenes Buch erfolgreich machen kann, und dafür sorgen, dass es gesehen und gehört wird.